Ja, Florian Behrens, es schien in eure Richtung zu laufen nach dem 2:2. Selbst auch noch ein tolles Tor gemacht. Und letztlich steht er mit leeren Händen da. Erste Halbzeitlage. Wie bitter ist das heute? Ja, ich denke, nach der ersten Halbzeit können wir uns nicht beschweren, dass wir da zurückliegen. Und dann kommen wir stark aus der Pause zurück, machen innerhalb kurzer Zeit einen Ausgleich. Sind dann eigentlich dran, aber schaffen es einfach nicht, das Spiel komplett zu kippen. Und dann hinten raus ist in so einem Spiel hier, wo der Gegner über die Emotionen kommt und in dem Wissen, da der schon zwei Tabellenführer gestürzt und geschlagen hat, natürlich dann schwer zu spielen. Was hat euch heute gefehlt, gerade in der ersten Halbzeit? Was war in den letzten Spielen besser? Ja, der Gegner hat das gut gemacht. Ich will noch nicht mal unbedingt sagen, dass uns so viel gefehlt hat. Wir haben das, ich glaube, eigentlich ganz sauber gespielt. Die haben sehr, sehr stark verteidigt, waren direkt am Mann, war einfach unglaublich schwierig da, mit Kurzpässen vor dem Tor durchzukommen. Und dann zweite Halbzeit haben sie ein bisschen nachgelassen, mir auch nochmal mit der Wut im Bauch dann besser rausgekommen. Aber ich denke, eigentlich müssen wir heute den Gegner mehr loben als uns kritisieren. Und